Ja, ich sag das. Ja. Ah, ja, 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 ja. Guten Morgen. Heute ist der 9. Tag. Samstag, der 21.08.21. Ich bin noch hier in der Herberge. Pedro macht uns noch Kaffee, dann geht's weiter. Es regnet ein bisschen, aber ja, nicht so schlimm. Ja, was soll ich sagen? Das war mit Abstand die beste Herberge. Weit. Ja. Aber das Problem ist jetzt Problem. Ich meine, die Sache ist, ich habe gestern jetzt keine Zeit gehabt, irgendwie zu schauen. Herbergen und hin und her, jetzt in Padron oder vor Padron oder was auch immer. Das heißt, heute wird es spontan. Und ja, mal schauen, wie sich die Situation entwickelt. Aber ja, fühle mich super. Also gestern war es echt urnice. Und ja, wenn es viel regnet, werde ich jetzt nicht viel aufnehmen können. Aber ansonsten, ja, sieht man sich. This house here? Yeah. My neighbor? So you go very close to the house. You go like this. Left down. Because it's going one there. But you go here, left. Okie dokie. Close to the house to you. And you go get the chemise there down. Okay. Just there. Perfect. Pedro. Hey, we keep in touch. Have a good one. Eine Zeit lang mit Natalie, Carlos und Borja unterwegs, haben vorhin was gegessen, nur so klein bisschen gefrühstückt. Das ist ein Bar, das kleine Café. Ja, jetzt habe ich es ein bisschen verloren und ich habe noch immer für heute keinen Plan bezüglich Alberge. Auch noch keine Zeit gehabt, irgendwo anzurufen. Ja, aber es wird sich schon was ergeben. Ich mache mir da keine großen Sorgen. Und ja, nochmal zu gestern. Also es war ein super, super toller Tag. Hat sich so cool entwickelt. Ich habe auch gestern geschafft, halt meinen Song I'm Gone aufzunehmen auf dem Weg. Wenn ihr es nicht gesehen habt, ich verlinke es hier irgendwo. Without a chance to escape. Hola. I would walk day and night. Und in der Beschreibung, ja, läuft gut jetzt. Fühl mich gut. Hola, kurz nach der Regenpause. Bin jetzt irgendwo vor Padron. Der Plan war eh, nach Padron zu gehen. Aber ja, dadurch, oder weil ich keine Herberge reserviert habe, war es jetzt ein bisschen,
spontan und improvisiert. Karl Josch, der Kollege von gestern, hat was organisiert. Es ist jetzt aber Nachtpatron. Ist mühsam heute jetzt ein bisschen zu gehen, aber ja, dafür ist dann morgen nach Santiago weniger. Kann man mich sehen? Ich denke mal schwer. Ja, hier. Oh, was für ein Tag. Wir sind am Ende 38 Kilometer gegangen und sind irgendwo, ich glaube, 18 Kilometer von Santiago entfernt in einem, ja, so Campingplatzmäßigen Dingsbums. Puh, ja. Es war ein sehr aufregender Tag und sehr anstrengend. Mir tut alles weh. Nein, nicht alles. Mir tun eigentlich nur die Füße weh. Ja, ich denke mal, ja, war eigentlich eh cool, mal sich wieder zu verausgaben und mal irgendwie die Grenzen zu sehen, Grenzen zu finden, auszutesten. Weil der Weg war für mich bis jetzt eigentlich ein, ja, ganz einfach, mehr oder weniger. Also ich bin 25 maximal bis jetzt gegangen und ja, auf jeden Fall ein tolles Ende und ja, morgen noch die paar. Wobei, ich habe ja dann auf den Weg nach Finisterre und da, ja, aber ja. Der Camino Portugues kommt zum Ende, morgen in Santiago und ja, nicht mehr viel zu sagen. Man sieht sich auf jeden Fall morgen und ja, gute Nacht. Servus.